Gesetze sind Regeln, auf denen unsere Gesellschaft beruht. Sie ermöglichen ein gutes Zusammenleben und gelten für jeden. Wie entscheidet sich, was im Gesetz steht und was nicht? Ein Gesetz beginnt immer mit einem Vorschlag. Der Gesetzesantrag beinhaltet Fragen, die die Menschen beschäftigen oder die geregelt werden müssen. Er stammt entweder von Abgeordneten, sie reichen einen Gesetzesvorschlag ein, oder, das ist meistens der Fall, von der Regierung. Dann ist die Rede von einem Gesetzesentwurf. Eine Reihe Gesetze gehen auch auf Richtlinien der Europäischen Union zurück, Direktiven genannt, die so in die nationale Gesetzgebung übernommen werden. Nehmen wir ein fiktives Beispiel. Um die Sicherheit im Verkehr zu verbessern, schlägt die Regierung in einem Gesetzesentwurf vor, dass im ganzen Land, in allen großen und kleinen Ortschaften, in Zukunft nur noch Tempo 30 gelten soll. Viele Menschen begrüßen diese Idee. Besonders Fußgänger erhoffen sich, dass die Straßen dadurch sicherer werden und weniger Verkehrsunfälle passieren. Autofahrer hingegen sind weniger begeistert. Sie befürchten, dass sie mehr Zeit benötigen oder einen Strafzettel riskieren, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Hat die Regierung den Gesetzesentwurf offiziell eingereicht, beginnen die Arbeiten in der Abgeordnetenkammer. Nicht jeder Abgeordnete ist Experte im Bereich der Verkehrssicherheit und nicht jeder Abgeordnete kann sich mit allen Themen befassen. Deswegen gibt es parlamentarische Ausschüsse. In einem Ausschuss tagt ein Teil der Abgeordneten, um den Text ganz genau unter die Lupe zu nehmen, Punkt für Punkt. Der Ausschuss kann die verschiedenen Bestimmungen, die im Text vorgeschlagen werden, gutheißen. Er kann aber auch vorgeschlagene Bestimmungen abändern oder ablehnen. Bleiben Fragen zu klären, können die Abgeordneten Experten um Rat bitten. Ihnen werden auch Gutachten der Berufskammer sowie der Organisationen übermittelt, die direkt oder indirekt vom Gesetz betroffen sind. In diesem konkreten Beispiel könnte es sich zum Beispiel um eine Vereinigung für Autofahrer handeln oder einen Verein, der sich um die Verkehrsopfer kümmert. Natürlich bekommen die Abgeordneten auch mit, was die Bürger denken. Wenn diese zum Beispiel demonstrieren, Petitionen einreichen oder wenn über ein Thema diskutiert wird. Dies muss nicht, kann aber einen Einfluss darauf haben, ob ein Gesetzesentwurf in dem einen oder anderen Punkt abgeändert wird. Bei der Arbeit am Gesetzesentwurf kommt neben der Abgeordnetenkammer der Staatsrat ins Spiel. Dieser überprüft die Texte vorrangig von einem juristischen Standpunkt aus. Er untersucht unter anderem, ob der Text nicht im Widerspruch zu anderen Gesetzen, der Luxemburger Verfassung oder zu internationalen Verträgen steht. Kein Gesetz kann zum Beispiel gegen das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz verstoßen. Der fertige Text des Gesetzesentwurfs wird allen Abgeordneten während einer Plenarsitzung vorgestellt. Nach einer letzten Debatte wird darüber abgestimmt. Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist und von ihnen mehr als die Hälfte dafür stimmt, ist das Gesetz angenommen. Die Prozedur, der Weg des Gesetzes, ist damit aber noch nicht ganz abgeschlossen. Das Gesetz muss noch vom Großherzog unterzeichnet werden. Der zuständige Minister unterzeichnet ebenfalls und übernimmt somit die Verantwortung für das Gesetz. Das Gesetz tritt in Kraft, nachdem es im Journal Officiel, wo alle Gesetze zu finden sind, veröffentlicht wurde. Ab diesem Moment müssen alle Bürger das Gesetz befolgen. Der zuständige Minister hat außerdem die Aufgabe, das Gesetz in die Praxis umzusetzen. Bei unserem Beispiel müsste er dafür sorgen, dass überall die richtigen Verkehrsschilder angebracht werden und dass alle Verkehrsteilnehmer sie auch beachten. Gesetze regeln das Zusammenleben. Sie sind für alle Bürger da und jeder hat auch die Möglichkeit, die Ausarbeitung eines Gesetzes zu beeinflussen. Es braucht Zeit von der Idee zum fertigen Gesetz. Denn die Gesetzgebungsprozedur verläuft nach streng geregelten Etappen, die dafür sorgen, dass der Gesetzestext am Ende so gut wie möglich ist.